Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video präsentieren zu einem Schatz aus dem Tiragardesund. Und zwar ist das ein bisschen eine kniffligere Angelegenheit. Muss man halt wissen, was man machen muss, ne? Wie es so oft ist. Und zwar geht es nämlich um den Heu, um die heubedeckte Truhe. Die haben wir hier oben. Ihr seht, das Achievement habe ich im Main schon erledigt. Jetzt auf dem Hordenschar, dass ich es euch quasi nochmal zeigen kann. Wir befinden uns hier oben auf dem Berg. Das ist in etwa bei den Koordinaten 62, 51 hier im Tiragardesund. Und dort ist auch ein Rare eingezeichnet, den man, oder hier den Rare, Wächter der Quelle, den man aber nicht killen kann, weil er auch bei Allianz und Horde verbündet ist. Und auf den können wir nämlich draufspringen. Und wenn wir das machen, kriegen wir einen Gaul, der ziemlich schnell ist, der 40 Sekunden etwa hält. Und was machen wir mit dem Gaul? Wir müssen jetzt nämlich hier einmal reiten. Und zwar an eine bestimmte Stelle. Wir müssen nämlich den Gaul quasi abgeben einmal. Und da unten sieht man nämlich schon ein kleines Lager. Und da müssen wir den hinbringen, dass wir eine Kiste kriegen. Und zwar, oh, die sind aber sogar feindlich mit uns, ne? Jetzt schauen wir mal. Okay, als Hordler greifen die dich an. Aber ihr seht, ich habe hier die Kiste jetzt. Heubedeckte Truhe, jetzt tun wir die mal beide des. Ah, der eine ist immun, okay. Gut, Kiste habe ich mir mitgenommen. Ich habe jetzt bloß keinen Sound hier an, aber das dürfte ja für euch jetzt egal sein. Also ihr habt gesehen, da war die Kiste. Als Ordler kriegt man hier ganz gut aufs Maul. Als Allianzler war das kein Problem, weil es halt ein Allianzlager ist. Man einfach reinläuft und quasi das Item kriegt. Ja, das war's. Ich werde nicht Videos für alle Kisten machen, weil die meisten kann man einfach mit Handy-Notes, wie ihr hier seht, easy finden. Für die diese Kisten, wo man Schatzkarten braucht, habe ich eh schon ein Video gemacht. Da könnt ihr einfach mal reingucken, werde ich euch auch noch verlinken. Sonst holt doch einfach Handy-Notes und Battle for, also Handy-Notes und Handy-Notes Battle for Azeroth. Dann habt ihr die Schätze eingezeichnet. Die brauche ich euch nicht extra alle zeigen. Nur das war ein bisschen tricky quasi, dass man weiß, dass man mit dem Gaul runterreiten muss. Gut, das war's mit dem Video. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.